Knack. Welthell. Inform eines Ypsilons. Wow. Übertreibend. Epic. Fail. Kampf gegen den irrenden Pokémon. Los, Jason! Oh, geht's direkt los hier. Gewildtal. Welte strahlt eine Aura aus. Oh, ich hab hier einen Meisterball, den benutze ich doch gleich mal. Meisterball. Los! Ich weiß, das sind hier viele schwachsinnig, aber ich finde, das legendäre Pokémon des Spiels müsste einfach den Meisterball kriegen. Ich weiß, viele heben sich das für später auf, aber lass das mal meine Sorge sein. Die Welte wurde gefangen. Für die Welte wurde ein Eintrag in Pokédex eingelegt. Registriert. Typ Zerstörung. Naja. Typ Unlichtflug von Zerstörung. Egal. Möchtest du die Welt einen Spitznamen geben? Nein, lieber nicht. Das mache ich dann in der nächsten Edition, da habe ich schon eine Idee. Lasst euch überraschen, aber hier erstmal nicht. Welte wurde in der Box 1 geschickt. Was, in die Box? Ich dachte, ich bekomme das ins Team. Na gut, dann halt nicht. Möchtest du die Welte aus der Box in dein Team aufnehmen? Na klar. Welches Pokémon möchtest du zurück in die Box schicken? Oh, scheiße, jetzt heißt es Abschied nehmen. Jetzt heißt es Abschied nehmen von einem treuen Teammitglied. Let's Play Markus, Lucario, Lenny Fickels, Justine, Jason, Christoph. Oh, weia. Justine begleitet uns seit Beginn dieses Parts. Das können wir nicht loswerden. Let's Play Markus auch. Lucario ist das stärkste Teammitglied. Oh Mann. Linificate, war mir eine Ehre, mit dir gekämpft zu haben. Es bleibt mir nichts anderes übrig. Linificate, ich hoffe, dich irgendwann wiederzusehen. Du warst mir ein gutes Pokémon. Du hast gut für mich gekämpft. Ich verabschiede dich. Mach's gut. Soll Linificate zurück in die Box geschickt werden. Oh, das tut mir jetzt leid. Das tut mir jetzt sowas von leid. Och Mann. Daran habe ich die ganze Zeit nicht gedacht, dass dann noch ein legendäres Pokémon kommt, was ich in mein Team wohl nehmen muss. Ich habe mein Team mittlerweile so gut gebildet. Ja gut, mach's gut, Lenny Fickels. Wir sehen uns wieder. Weltteil wurde deinem Team hinzugefügt. Ein Glück. Jetzt können wir die ultimative Waffe nicht mehr einsetzen. Jetzt können sie die ultimative Waffe nicht mehr einsetzen. Du bist der Wahnsinn, Zwergfürst.
Das legendäre Pokémon möchte von sich aus mit dir befreundet sein. Naja, so ganz von sich aus. Ich hab's gefangen. Was für eine überraschende Wendung. Ich hätte nicht gedacht, dass du tatsächlich der Auserwählte bist. Was wäre wo? Flotilis? Für ein legendäres Pokémon siehst du ziemlich ausgebaut aus, Welthell. Möchtest du die Menschen um Hilfe bitten oder möchtest du ihnen deine Hilfe anbieten? Was soll das, diese Aufmachung? Bist du das, Flotilis? Ach, das ist jetzt unwichtig. Du hast doch schon gegen Zwergfrost verloren. Was soll das? Die ultimative Waffe wird mir zum Sieg verhelfen. Das legendäre Pokémon hat seine Kraft zurück. Jetzt muss sie nur noch in die ultimative Waffe zukommen lassen. Ich hole das legendäre Pokémon zurück. Dieses Mal werde ich nicht verlieren. Denn ihr seid nicht die Einzigen, die die Mega-Entwicklung erforscht haben. Auch ich besitze einen Mega-Ring und einen Mega-Stein. Oh. Pokémon Kampf. Eine Herausforderung von Team Flair Boss Flotilis. Noch eins. Mishu wird von Flotilis Team Flair Boss eingesetzt. Muss man die Musik ein bisschen runterdrehen. Doch dann ein bisschen extrem. Gut. Die Weltheil wird eingesetzt. Unheil schwingen! Ja, warte kurz, warte, jetzt kommt's. Unheil schwingen! Na, wenn das mal nichts war. Erstes Pokémon besiegt. Flotilis setzt Pyrello ein. Natürlich weiterkämpfen hier. Level 50, okay, damit ist er gut im Team. Ich versuche mal Finsteraura. Feuersturm. Das hält Welte sehr gut aus. Dann würde ich mal sagen Aussetzer. Es braucht noch ein bisschen. Oh, ihr seht die Dingens von Weltall gar nicht. Jetzt seht ihr es. Was soll ich Weltall tun? Aussetzer? Hab ich doch gesagt. Ist fehlgeschlagen. Oh, Kacke. Leber. Ich hab keine Heilmittel mehr. Ja, Unheil schwingen. Oder auch nicht. Das legendäre Pokémon, die Welt wurde besiegt. Naja, ich habe ja auch noch andere Pokémon. Los, Christoph! Schaffen wir gemeinsam. So fair. Na wohl, bis jetzt auch getan. Christoph erreicht Level 54. Wuhu! Justina erreicht Level 46. Gut, Kampfchef, komm her. Okay, noch zwei Pokémon. Surfer, das kriege ich auch noch hin. Und Attacke. Mach's kaputt. Komm. Gut, doch wohl möglich sein. Nochmal Surfer hier. Ja. Gyarados. Weiter kämpfen. Ich weiß, Christoph ist da nicht sehr effektiv gegen das Gyarados, aber vielleicht kannst du ein bisschen was ausrichten. Ein bisschen. Das ist ja das letzte Pokémon. Schädelwummer. Oha. Mega Ring von dem Gegner.
Sieht man's? Ach du Scheiße, sieht das blöd aus. Mega Entwicklung von Garados. Will ja nichts sagen, aber. Christoph wurde besiegt und konnte nicht mehr seine Attacke einsetzen. Gut, Justine, vielleicht kannst du irgendwas anrichten. Du bist doch ein Flug-Pokémon, das könnte doch ein bisschen effektiv sein. Setz Fliegen ein. Und werf bitte nicht das gute Anfall. Zerstört. Ich sagte, werf nicht durch Wutanfall zerstört. Aber gut. Gut, Let's Play Barros, ne, Lucario. Komm, das letzte Pokémon wird auch noch zu schaffen sein. Auch wenn Lennificate jetzt nicht mehr mit im Team ist. Das tut mir leid, aber... Oh, Mega-Entwicklung. Lucario, Mega-Entwicklung. Das muss doch ein finaler Kampf sein. Und Attacke. Aura-Sphäre. Ja, fast. Das wäre so episch gewesen, wenn ich das jetzt auf einen Hieb geschafft hätte. So episch. Jason. Das schaffst du. Noch einen kleinen Hieb. Es sei denn, nee, mach doch nicht. Das passiert nicht. Okay, vielleicht soll ich doch mal wieder auf den lieben Lucario zurückgreifen. Beleber? Na gut, ein richtiges Ding habe ich nicht mehr. Das wird sehr eng. Na komm. Lucario. Noch ein Hieb. Das schaffst du. Steigungshieb. Ja, genauso. Danke, Lucario. Du bist ein Held. Das ist doch meine Army. Tja, siehste, jetzt ist alles aus. Fantasielose Menschen ohne Vision verpesten die Welt und berauben sich jeglicher Hoffnung. Let's Play Ben gewinnt 10.600 Punkte Dollar. Huh, ich bin reich. Also, ich finde, man sollte immer teilen, auch wenn nur wenig da ist. Selbst dir ist es gelungen, die Mega-Entwicklung auszulösen. Das konntest du doch nur, weil dein Garados dich unterstützt hat, oder nicht? Und nicht nur Garados, sondern auch deine anderen Pokémon. Ohne das legendäre Pokémon kann die ultimative Waffe nicht eingesetzt werden. Du bist nicht der Einzige, der sich Gedanken über die Zukunft macht. Ich glaube, das einzige Richtige ist, gemeinsam eine Welt der Schönheit anzustreben. Wenn das möglich wäre, gäbe es schon längst keine Kriege mehr. Die einzige Zukunft, die ich für uns sehen kann, ist eine Zukunft voller Leid und in der sich egoistische und dumme Menschen gegenseitig immer mehr wegnehmen. Dieses Gerät wurde ursprünglich entwickelt, um verstorbene Pokémon wieder ins Leben zu rufen. Doch vor mehr als 1000 Jahren beschlossen die König, es in ultimative Waffe umzuwandeln. Als das legendäre Pokémon erwachte, gewann es viel von der Kraft, mit der die ultimative Waffe gespeist worden war, zurück. Steckt jedoch immer noch ein bisschen von der Kraft des legendären Pokémon in ihr. Gerade genug für den letzten Einsatz. Let's Play Ben und auch ihr anderen. Die ultimative Waffe hat, wie ich selbst, die Zeit ihrer Blüte überschritten, ohne dass gewinnbringend davon gebracht wurde. Aber zum Schluss werde ich euch die Kraft zeigen, die der ultimativen Waffe noch verblieben ist. Let's Play Ben, Senna, nichts wie weg hier.
Oh, Kacke. Jetzt wird sie eingesetzt, die Waffe. Ich mach mal die Fliege. Oh, Scheiße. Ducken!